Wir nehmen West-Berlin auch gestalterisch auf, indem wir das Design, das Berlin-Layout von Stankowski zitieren und adaptieren. Das wird sich in der Ausstellung immer wieder finden. Sie finden es auch auf dem Plakat. Und dazu eben auch dieses signifikante Motiv, eine Berlin-Werbung, eine Frau mit Sonnenbrille, in deren Brillengläsern sich Ikonen von West-Berlin spiegeln, unter anderem die Nationalgalerie. Sehr schlagendes Motiv, das auch ganz viel Zeitgeist transportiert. Und genau das ist die Intention, Zeitgeist, aber eben auch prägnante, spezifische Details West-Berlins nochmal nach vorne zu holen. Also die Berlin-Werbung an sich ist ja nur ein Bereich. Wir haben uns bemüht, dieses Lebensgefühl in der Stadt in den verschiedenen Dekaden auch nochmal einzufangen. Und das wird sichtbar in Plakaten, auch von dem Festspiel GmbH, die ja im Zeitgeist sich dann entweder sehr aggressiv in den 70er Jahren, sehr bunt, in den 60er Jahren sehr gestalterisch zurückgenommen und in den 80er Jahren dann eigentlich auch manchmal etwas profanisiert daherkommt. Aber das gibt, glaube ich, auch nochmal so ein Gefühl vom Zeitgeist und Lebensgefühl, dass man eigentlich auch über die Fotografien und diese Dinge einfangen kann und weniger über Objekte. Und es ist schon sehr wichtig, das Bild auch ernst zu nehmen mit seiner eigenen Erzählung im Sinne von Visual History. Und deswegen haben wir uns bemüht, Fotografen auszuwählen, die jetzt auch nicht bei den Kollegen in den anderen Ausstellungen hier in Berlin zu sehen sind, sondern eigene Schwerpunkte zu setzen. Ja, ich glaube, die wesentlichen Dinge haben wir mal so kurz angesprochen. Wir sind natürlich jetzt nicht in die Tiefe gegangen, auch nicht in die wissenschaftliche Tiefe. Das wird eine Tagung erledigen. Wir haben mit dem Zentrum für zeithistorische Forschung am Anfang Dezember eine Tagung, die wir hier veranstalten und wo die neueren Forschungen zur Berlin-Historiografie nochmal beleuchtet werden. Ja, aber die Ausstellung beginnt am 14. November diesen Jahres. Sie geht ein halbes Jahr und kommen Sie nach Ost-Berlin, um West-Berlin zu sehen, ins Ephraim-Palais. Ich mache es kürzer. West-Berlin ist wirklich cool. Kommt in die Ausstellung.